So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Alperabi-Kanal. Heute geht es darum, dass ich wieder zwei Autos von uns präsentiere. Zum einen ein BMW und zum anderen der Mercedes. Beides super starke, geile Autos. Das sind so zwei unterschiedliche Autos, würde ich sogar sagen, wo die Kunden von mir, die Mieter von mir mich immer fragen, was ist besser, das oder das? Von welches Auto wir reden, ist der C63S 2018 Baujahr, der gerade hinter mir steht, ist ein V8 Biturbo. Das heißt, das Auto hat aktuell 510 PS. Meine lieben Freunde, lasst uns das Auto doch einfach mal ganz kurz abchecken. Fangen wir mit der Front an. Das ist auf jeden Fall nicht der Originalgrill. Das ist von dem Facelift der Grill. Das haben wir umbauen lassen, weil wir den viel geiler und viel schöner finden. Was ich euch sagen kann, dass ich das Auto zweimal habe. Zu der anderen Seite seht ihr das gleiche Modell, dasselbe Auto, nur der einzige Unterschied, dass der Grill auch hier verändert worden ist. Ansonsten sind die modelltechnisch, PS-technisch alles gleich. Was ich zu dem Wagen sagen kann, dass er einen absolut brutalen Sound hat. Also wenn man mich fragen würde, der BMW M4 Competition, den ich euch auch gleich zeigen werde, oder der Mercedes C63S, ist immer so eine Qual der Wahl, würde ich sogar sagen. Einfach aus dem einzigen Grund, ich würde beide gerne bei mir im Fuhrpark haben und beide würde ich behalten, beide würde ich sehr gerne fahren. Aber wenn es um Sound geht, würde ich eher auf den C63S tendieren. Der hat kein OPF, wie gesagt, 2018 Baujahr, alles aufwärts, hat ja leider OPF. Aber das Auto ist ein absolutes Monster. Auch in der Optik will ich gar nicht drüber reden, schön in weiß, hat auch die Standard Schmiedfelgen drauf, aktuell 19 Zoller, sowohl hinten als auch vorne. Genau. Wenn ihr die Erfahrung gemacht habt mit größeren Felgen, meine lieben Freunde, kommentiert mal, welche Felgen am besten wären für das Auto. Genau. Was ich dazu sagen kann, ist, dass das Auto full Ausstattung hat, also noch voller geht's gar nicht. Genau, das Auto ist für mich auch so ein Alltagswagen, würde ich auch im Alltag fahren, um ehrlich zu sein. Wenn ihr mich fragt, warum? Weil das Auto einfach, wie soll ich sagen, das ist so perfekt gebaut einfach so. Du hast keine Probleme beim Einsteigen, Aussteigen. Mit der Geschwindigkeit kannst du auch komplett auf Komfort ganz simpel fahren. Ich meine, der verbraucht in der Stadt, meine ich, so seine 11 Liter, wenn ich mich nicht täusche. Ich würde sagen, lass uns doch mal einsteigen und das Auto mal von innen betrachten. Aber bevor wir das tun, vielleicht mal ein kleiner Carporn. So, mein Gurt in weiß. So, ich hoffe, ihr habt das gehört. Traum. Auch hier auf dem Display ganz gut zu sehen. Die 8 Gänge, die wir hier haben. Die KMH-Anzahl. Ich sehe hier auch alles schön simpel gehalten, meine lieben Freunde. Genauso wie ich das liebe und möchte. Jetzt fahren wir auf jeden Fall mal ganz kurz raus, damit wir auf die Straße können. Auch hier in dem Wagen. Head-Up-Display, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, auch ein Schiebedach habe ich hier oben bei beiden Autos. Auf jeden Fall auch das Night-Paket hier drin. Dann würde ich sagen, lasst uns einfach mal ein bisschen fahren und auch ein bisschen den Sound genießen, meine lieben Freunde. Der hat auch hier einen Klappenauspuff, die öffnen wir jetzt erstmal. Jetzt wird das Auto auch ein Stück weit lauter. Also minimal ist das schon ein bisschen lauter geworden. Gleich ändern wir das Ganze natürlich auf Sport Plus, den ganzen kompletten Sound rauszuholen. Also das ist auch das, was ich an diesem Wagen so sehr liebe. Ne? Also der Sound ist auf jeden Fall brachial, brutal. Leute, ich weiß nicht, was ihr im Verkehr hasst. Ne? Also bei mir gibt es drei Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Wirklich, vielleicht werdet ihr mich verstehen. Es gibt drei Dinge, die ich im Verkehr hasse. Zum einen, ganz klassisch, Stau. Im Stau stehen ist das Schlimmste für mich. Das zweite wäre Parkplatz suchen. Parkplatz suchen. Ist egal, mit was für ein Auto du bist. Wenn du nach Parkplätzen suchst oder wenn ich nach Parkplätzen suche, ich bin komplett außer Rand und Band. Dann geht es bei mir richtig los. Ne? Wenn ich nichts an Parkplätzen finde, dann kriege ich meine 5 Minuten. So. Und das dritte, meine lieben Freunde, ich gebe euch einen Tipp. Vielleicht kommt ihr ja drauf. Ich bin am Fahren.
Und ich werde jetzt nicht sagen, was, aber etwas ist vor mir. Und ich kann nicht vorbeifahren. Von was rede ich gerade? Wenn das jemand errät, den gönne ich mit mir zusammen auf jeden Fall eine Fahrt mit dem Lambo oder Ferrari. Versprochen. Wenn jemand drauf kommt und sogar als Erster, ich werde das überprüfen, den gönne ich diese Fahrt. Zu 100%. Also Leute, kommentiert. Jetzt testen wir auf jeden Fall hier in der Mittelkonsole, kann man sehen auf dem Bildschirm, springen wir rauf auf Sport Plus, meine Damen und Herren, auch auf mein Cockpit, sehr gut sichtbar. Race wollen wir jetzt noch nicht, aber Sport Plus auf jeden Fall. Testen wir mal den Sound aus, Leute. Ey, Leute, das ist so geil. Das ist so geil, dieses Blubbern am Ende. Hört euch das mal rein. Ich mache ein bisschen Fenster auf, vielleicht. Das Auto ist absolut der Hammer. Ey, dieser Sound bei dem Wagen, das ist unschlagbar. Unschlagbar, liebe Leute. Ich kann euch das nicht beschreiben. Ihr müsst es selber mal fahren, damit ihr mich versteht, was für ein geiler Sound das eigentlich ist. Der Spaßfaktor steigt einfach komplett geradeaus hoch, Leute. Es steigt komplett hoch. Und die Geschwindigkeit, wie der dich nach vorne schleudert, mit 510 PS, Leute, das ist einfach krank. Krank. Das ist so geil. Das Ding ist, das Auto ist auch noch ein Heckantrieb, ist leider kein Allrad. Im Winter oder im Regen ist es ein bisschen kritisch mit denen zu fahren, weil er schon ziemlich viel rutscht, wie auch das andere Auto, was ich euch gleich zeigen werde. Aber auch hier im Stand mal ganz kurz testen. Das war krank. Und deswegen, meine lieben Freunde, liebe ich das Auto, weil das Auto kannst du auch im Alltag fahren. Wie gesagt, hier, ich gehe auf Komfort wieder, mache Auspuffanlage hier zu, geht automatisch zu. Und man hört zwar noch den Sound, aber ich kann einfach ganz normal fahren, ohne Probleme, ohne Stress, ohne dass mir irgendwie schlecht oder schwindelig wird. Ist einfach sehr geil, sehr, sehr geil. In diesem Sinne springen wir mal jetzt zum anderen Wagen rüber und checken mal den M4 Competition ab. So, der C63 war es gerade und jetzt ist es der M4 Competition. Meine lieben Freunde, das ist ein Auto, nicht weil ich BMW-Fan bin, weil ich BMW vor Mercedes bevorzuge, sondern wenn es wirklich um Fahrspaß geht, wie soll ich das sagen, wenn du Spaß an Fahren hast, wenn es dir wirklich nur um Fahren geht, heißt mit Lenkung, mit Beschleunigung, wirklich das komplette Gesamtpaket, dann ist es der M4 Competition. Es ist der M4 Competition. Es ist wirklich der M4 Competition. Ich werde euch natürlich auch gleich zeigen bei der Fahrt, warum es der M4 Competition für mich ist, warum der Spaßfaktor bei dem Wagen, bei der Messlatte komplett weit oben liegt, werde ich euch auf jeden Fall gleich alles erklären. Lasst uns erstmal uns die Front hier anschauen. Das Auto ist aktuell bei mir nicht mietbar, weil es abgemeldet ist. Ich habe aber rote Kennzeichen am Start. Das heißt, ich darf das Auto rausfahren. Und das mache ich auf jeden Fall gleich mit euch zusammen. Die Farbe ist nicht jedermanns Sache, findet nicht jeder schön oder jede schön, aber in meinen Augen ist es eine ganz, ganz besondere Farbe. Es gefällt mir so, wie er ist, weil er halt nicht so das Standardding ist. So schwarz-weiß ist für mich zu Standard. So, von vorne brauchen wir auch gar nicht mehr weiter zu reden. Das Auto sieht aus wie ein Monster, so ganz klar. Ob in der Dunkelheit oder am helllichten Tag, das Auto ist ein Hingucker. Und mit dem Wagen kassiere ich auch sehr viele Daumen, meine lieben Freunde. Auch mit dem C63S, aber der C63S, ich finde die Lichter vorne sehr geil, dieses blauliche LED, dieses LED, was angeht, bevor du das Auto anmachst, ist einfach brutal.
Brutal. So, auch hier, meine lieben Freunde, ganz klassische Felgen, 20 Zoller, sowohl vorne als auch hinten. Er hat ein Carbon-Paket drin auf jeden Fall. Von hinten muss ich sagen, gefällt mir der neue M4. Haben die richtig geil gemacht. Haben die wirklich richtig geil gemacht. Ist gut, ist okay. Aber der Heck von dem C63S gefällt mir, um ehrlich zu sein, mehr. Dafür gefällt mir aber die Front mehr, muss ich ehrlich zugeben. Ist auch sehr geil gemacht, muss ich sagen. Sieht sehr breit und brutal aus. Brauchen wir gar nicht drüber weiter zu reden. Lass uns auch hier direkt einsteigen und gar nicht viel weiter reden. Und direkt losfahren. So, dann würde ich sagen, los geht's. Die Kennzeichen sind dran. Oh, fast gegen die S-Klasse gefahren. Kann man machen. Ciao. Ciao. Ich habe kurz meiner Freundin Ciao gesagt. Ich gebe mal ein Stückchen Gas. So. Ne? Man hört jetzt nicht viel. Wirklich sehr, sehr minimal. So. Also, sobald ich anfange, am Lenkrad zu fassen, ne, und wenn ich da anfange zu lenken, wie zum Beispiel jetzt, es ist so wie eine, wie soll ich sagen, wie so eine Feder, die du gerade drehst, so, schau mal. Es ist einfach das beste Gefühl, um ehrlich zu sein. Also, Fahrspaß habe ich wirklich nur in einem BMW. Wenn ich wirklich fahren möchte und nicht, ich sag mal, ein paar Stunden lang den Sound von einem Wagen hören möchte. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt langsam auf den M1-Knopf drücken, um die Geschwindigkeit, die Brutalität vom Wagen rausholen. Aber auf maximal können wir das auf jeden Fall jetzt machen. Ich springe jetzt auf M1 rüber. So, sobald ich auf diesen Knopf drücke, Leute, springt er so ein Stück weit nach vorne, so nach dem Motto, ich bin jetzt bereit, so, du kannst mich jetzt gerne drücken, so. Wir probieren das jetzt mal hier aus. Schaut ihr, Leute, ihr seht das zwar nicht, aber ich sehe, dass die Leute gucken, einfach weil das Auto ein Hingucker ist. Das Auto fällt direkt ins Auge. Wir testen jetzt mal den Sound. Auch hier, meine lieben Freunde, das Auto schleudert einen komplett nach vorne. Aber der Sound, wie gesagt, hört sich ja auch komplett anders an als bei dem Mercedes. Also es hört sich auch viel, wie soll ich sagen, dieses Blubbern am Ende ist halt nicht da. Aber dafür schleudert dich das Auto halt mehr nach vorne und das ist so, da ist mehr Gewalt und... Auch hier, Freunde, ihr müsst auf jeden Fall das Auto gefahren haben. Ihr müsst das Auto auf jeden Fall mal austesten, weil die Gefühle, die man hier in dem Wagen spürt, die ich habe, sind unbeschreiblich. Unbeschreiblich geil. Ich kann noch mal ein bisschen das Fenster öffnen, ein bisschen Sound geben, wie ist das? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. So. Das hat so, es hört sich, es ist wie soll ich sagen, ja, es gibt dir so Rennstrecken-Vibes, so. Du willst damit auf Nürburgring fahren und die ganze Zeit anfangen zu driften, so. Da, so ein Ding ist das mit dem. Aber wie gesagt, so Leute, wenn es wirklich darum geht, fahren, egal wie, egal wo, ob schnell, langsam, Kurven, das ist eigentlich egal. Hast du wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dem Wagen? Willst du etwas lauter unterwegs sein und auch trotzdem auffallen? Auch trotzdem mit der Optik die Leute beeindrucken. Auch der C63S macht es auf jeden Fall. Und beide, meine ich, sind von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Beides sind Heckantriebe. Auch der ist ein Heckantrieb, meine lieben Freunde. Deswegen ist er auch aktuell abgemeldet. Es ist mir zu gefährlich. Ich habe auch die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Ich will niemanden da auf dem Gewissen haben. Auch wenn der Winterreifen drauf hat, auch wenn er tausendmal aufpassend vorsichtig ist. Ich will niemanden auf dem Gewissen haben, genau. Auf jeden Fall. Liebe Freunde, das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, kommentiert mal, welche Autos ich als nächstes testen soll. Und was ich noch loswerden möchte, dieses Jahr, meine lieben Freunde, dieses Jahr wird komplett überraschend. Oder weißt du was? Ich sage gar nichts. Ich sage nur, dieses Jahr wird es Drag Races geben, wird es Rennen geben,
gegen den einen oder anderen. Ich will gar nicht spoilern, ich will gar nicht zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall einen neuen Content geben. Ich werde nicht zu viel verraten. Bleibt gespannt, denn das habt ihr noch nie gesehen. In diesem Sinne, Freunde, liked die Folge. Teilt auch mal das Video, damit das auch Freunde, Familie und würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal Liebe da lasst oder Kritik könnt ihr auch da lassen. In diesem Sinne, Leute, ich küsse eure Herzen und bis zum nächsten Mal.